Kapitel 8. Unser Zuhause. Hugo, Emilia und Melly haben Lukas gefunden, die Inquisition abgeschüttet und sind zum Château d'Ambrage gelangt. Die uralte Festung liegt abgelegen, aber wimmert von Ratten. Nach einem harten Kampf gegen die Nagetiere genossen die Weisen ihre erste wohlverdiente Nacht in Sicherheit. Du bist schon wach? Ja, ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen. Los, komm! Was ist das für ein Geräusch? Das ist Lukas. Komm mit, dann wirst du es sehen. Gut. Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. Hier unten! Und damit, hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen und weiteren Folge und einem neuen Kapitel bei A Black Tale zu Kapitel Nummer 8. Ach ja, die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Gut, kommt da noch was? Nein, okay, wir machen uns erstmal kurz mal hier auf die Suche, was es denn hier alles gibt, weil hier liegt ja überall nochmal so ein bisschen was rum. Und im letzten Kapitel, auf dem Weg zum Château, konnten wir Lukas von der Inquisition befreien, wie schon im Vorwort ein bisschen erwähnt. Ich sollte bei Hugo bleiben. Und da haben wir dann quasi hier Schutz gefunden im Château, das ja so leicht verwildert mittlerweile ist und eigentlich gar nicht mehr so viel zum Zuhause darbietet, außer... Lukas hat angeblich irgendwas gefunden. Ich glaube, die da unten machen sich da irgendwie gemütlich. Was wir auf alle Fälle geschafft haben, und das sieht man, glaube ich, gleich mal von hier aus, wir konnten nämlich die ganzen Ratten bekämpfen. Die konnten wir nämlich mit dem Feuer bei Nacht in ihre Gefängnisse quasi drängen, die da hinten nicht zu sehen sind, leider. Aber zumindest ist jetzt der ganze Vorort oder der ganze Vorhof von Ratten befreit. Gut, haben wir noch hier irgendwas... Blinkt hier irgendwas noch auf? Was haben wir hier? Ein ganz schönes Stück Arbeit. Ich wollte nämlich gerade sagen. Gerade gesagt, das alles ist schon verwildert hier, Mesia. Müssen wir mal zu Obi fahren. Oh, guck mal, hier unten haben wir noch was. So, Werkbank. Was können wir noch hier Schönes herstellen? Wir könnten eine Tasche herstellen und Munitionstasche. Ich denke mal, Munitionstasche wäre mal nicht schlecht, wenn wir die aufbessern. Dann haben wir alles auf einer Stufe. Und eine Tasche kriegen wir auch noch aufgebessert. Bietet Platz für zu 16 Materialien einer Art, indem es ja das Leder überarbeitet, vergrößert sie die Tasche für Materialien und verstärkt sie dabei. Das sollte mir die cool. Sache erleichtern. Können wir von allen ein bisschen mehr mitnehmen. Alkohol. Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Okay. Versuchen wir jetzt hier alles aufzubauen und wieder zu reparieren. Sind wir jetzt hier bei Sims oder was? Nein, zu viel Schwefel. Die Sonne beherrscht den Mond, anstatt sich mit ihm zu vermählen. Lukas! Oh, da seid ihr ja. Gut geschlafen? Kein bisschen. Das Labor ist runtergekommen, aber hat mich inspiriert. Ich habe das große Werk fast vollbracht. Und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. In Ordnung. Und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Hugo, hol eine Kerze. Das schaffe ich. Wir können jetzt mal gucken, was wir hier alles haben. Das muss es sein. Hier. Ah, Salpeter. Also, Lukas kriegt gleich hier seine Fiole. Ich kann erstmal hier alles aussammeln, was wichtig ist. Und bitteschön. Hier, sonst noch was? Ja, den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Hätte sie schon vorher alles vorbereiten können. Ein Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Hier. Gut, dann jetzt... Die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Hugo. Oh. Wow, das große Werk. Das ist ja wie bei Harry Potter. Nicht geplant.
Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Folge Hugo zu dem Wal. Hier haben Alchemisten gelebt. Vielleicht auch Laurentius. Sonst noch hier irgendwas? Ach, da, guck mal hier. Alkohol. War euch da hinten noch was? Nee. Der Lukas, Mann, ist ja fix und fertig. Sein Alchemie ist da irgendwie ein bisschen in die Hose. Oh, na komm, wir gehen vorhin erstmal hier, Lukas. Hugo. Hast du eigentlich Melly gesehen? Nein. Vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Ich weiß gar nicht, ob sie ihren Bruder suchen wollte, obwohl sie ja selber nicht mehr die Hoffnung hat, dass er noch lebt. Dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten leer stehen. Also wenn es seit Jahrhunderten still steht, dann sieht es doch richtig gut aus. Komm, Amicia, mach mit! Na, habt ihr beiden Spaß? Die Inquisition sicher auch. Melly, wir dachten, du wärst weg. Komm, wir müssen reden. Oh, oh. Jetzt geht's Beef. Ja, was ist denn? Dieses Chateau ist eine Ruine. Ah. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Amicia. Und wegen Hugo... Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia! Das glaube ich dir. Geh nicht ohne Lebewohl zu sagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amicia, komm bitte! Ja, Hugo, was hast du gefunden? Da unten, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Ich zeig sie dir. Komm mit. Ich hab jetzt gar nichts gesehen, aber okay, ich sehe sowieso nie richtig was. Sieh dir das Symbol in der großen Halle an. Was? Der Tiegel eines alten. Ah! Da wird Lukas sich freuen. So viel dazu. Ich wollte nämlich schon sagen, ich habe in den letzten Kapiteln mal so ein bisschen durchstöbert. Ich habe kein einziges Geschenk irgendwie gefunden. Also die war hier immer zum Beispiel wahrscheinlich hier Finn. Oder ja, hier, besser gesagt. Da habe ich in den letzten Kapiteln nichts gefunden. Und jetzt sind wir bei Kapitel 8. Hier, bei 1, 2, 4, 5, 6 und Kapitel 7 habe ich nichts gefunden. Was leider wahrscheinlich hier heißen wird tatsächlich, wir haben hier nur 11 Kapitel. Okay. Das sind dieselben Symbole. Ja, vielleicht das Wappen der Alchemisten. Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los! Was sieht er denn alles? Meine Güte. Der Junge, der ist ja pfiffig. Oh, hier ist noch eine Schnur. Ich war da schon vorhin gewesen. Warum ist da wieder Schnur? Komm zurück. Wo gehst du hin? Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja. Amicia? Tut mir leid, dass ich krank bin. Nein, nein, nein. Ich wollte gerade sagen, überfällt es dir mittlerweile ganz schön, diese Krankheit. Das sieht man manchmal mal so gar nicht. Wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melly. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja,
Die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest Leider du also... Leider nicht. Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Danke. Gut, ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Hugo, es tut mir leid. Ich muss weggehen. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut, ich bin bald zurück. Gut, Mann, das ist ja jetzt ein bisschen... Wo ist er jetzt hin? Hugo? Hugo ist einfach... Ach, da ist er. Ach, Mann, der kleine Bengel, ey, den mag ich ja echt, weil der ist ja wirklich süß. Was hast du da gefunden? Hier, Johanniskraut. Ach, cool. Oh, es beschützt dich, wenn du in die Stadt gehst. Das muss ja starkes Zeug sein. Ja, das ist eine sehr gute Blume. Sie steht dir gut. So, kleiner Mann. Danke. Ich gehe dann jetzt. Hier kommen wir nicht durch, okay. Also, wir sollen auf Melly zugehen, wenn wir losmachen wollen. Dann gucken wir uns doch mal ganz kurz mal hier ein wenig um. Ich weiß, manche haben hier nicht so richtig so viel Geduld. Ein grüner Löwe, der die Sonne verschlingt. Hoffentlich keine Prophezeiung. Aber vielleicht finden wir halt irgendwas Wichtiges gerade für die Reise oder halt auch irgendwie zum Beispiel unsere Sachen aufzubessern. Kommen wir hier? Oh, hier runter kommen wir. Ach, man hört den kleinen Fratz bis hier. Oh, ein Grab. Oh. Hier scheint nichts zu sein. Irgendwas hier? Nein, hier ist auch nichts. Nein. Wie komme ich denn jetzt hier zum Wald, sage ich jetzt mal, zum Hinterhof hier? Oh, guck mal, das ist eine schöne Aussicht. Na gut, dann ist doch nicht mehr allzu viel zu entdecken. Dann sind wir jetzt im Laboratorium von Lukas. Seid vorsichtig in der Stadt. Dort ist es bestimmt chaotischer als hier. Keine Sorge, wir Mädels können auf uns selbst aufpassen. Oh. Davon bin ich überzeugt. Alles klar. Trotzdem viel Glück. Nee, alles gefunden soweit. Mal Lukas nochmal anquatschen? Nee. Okay. Ich dachte, der wollte uns noch was mitgeben und was vorbereiten. Aber okay. So, wo ist denn jetzt die Melly? Da. Ich bin soweit. Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hör zu, eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei übersät mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. In Ordnung, werden wir. Wenn es sie noch geben sollte, dann gerne. Kapitel 9. Im Schatten des Wals. Erste Regel zum Überleben: Tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. Okay, komm. Dann gehen wir vor. Im Schatten des Walds, ja. Folge Melly. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten. Der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist Wer nicht weit.
Die Inquisition, ja, aber gerade sagen. Dankeschön. Aber kannst du mich auch schlauer Junge nennen? Nein. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Oh. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los. Na komm, gehen wir. Dann machen wir uns auf. Achso, ja. Dein Einsatz mit. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Mal schulde hier niemanden was. Dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Ab mit dir. Also Lukas hat euch irgendwas versprochen. Okay. Viel Glück. Dir auch. Okay. Jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Toll. Das ganze Spiel über war ich immer mit irgendjemand unter... Oh, Wix gewesen. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Diese Mistkerle. Was haben die nur vor? Kann man kurz gucken. Davon ein bisschen was herstellen. Okay. Eine Flasche habe ich davon nur. Sind hochgegangen. Okay, durch die Tür kann ich nicht. Also jetzt muss ich mich erstmal kurz mal hier ein bisschen umschauen. Ob ich hier irgendwas entdecke. Ich denke, ich immer sonst gesagt, die Level sind halt wirklich sehr linear. Also man kann halt nur einen Weg gehen. Das ist auch eigentlich immer der Fall. Aber trotz all denen sind halt manchmal Sachen, die man hier entdecken könnte. Da drüben, das muss die Universität sein. Ah, guck, siehst du? Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Na, da ist richtig viel los, Mensch. Und das ist doch richtig weit weg. Boah, das wird ja ein Akt. Und dann auch noch ganz alleine dorthin. Aber okay, was tut man nicht alles für Lukas? Und natürlich Hugo. Hugo, da habe ich natürlich nicht vergessen. Lukas hat dann seinen Spaß. Lukas muss ja dann eigentlich dieses Getränk da brauen. Aber es geht natürlich hier um Hugo. Ich dachte eigentlich, Lukas wollte uns ein paar Sachen hier mitgeben. Das ärgert mich hier so ein bisschen. Das war hier so ein paar schöne Sachen, aber so richtig viele Dinge haben wir jetzt hier auch nicht. Ja, entzündet Glut. Könnten wir auch mal hier herstellen. Ansonsten natürlich hier Steine. Die sind zum Schießen besser gedacht. Ah, okay, jetzt muss wahrscheinlich unten die Tür nämlich offen sein. Erklärt auch so ein bisschen das lineare Verhalten. Nee. Wo sind denn jetzt die beiden abgehauen? Sind sie durch die Tür abgehauen? Und da habe ich schon wieder irgendwas übersehen und da war eigentlich irgendwo ein Weg gewesen. Ach, hier. Ja, toll. Gut. Es ist ganz schön weit. Aber ich schaffe das. Also los. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir unterwegs sein wollen, aber okay. Zumal, meine Gefährten, die mit mir liefen, die haben mir eigentlich... Geht da drin! Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen! Die hat mir eigentlich geholfen, wenn es irgendwelche Sachen gab, wo ich es nicht weiter wusste. Gut. Das wird jetzt, glaube ich, richtig lustig gleich. Ach, guck mal hier. Da haben wir auf alle Fälle eine Truhe. Sehr schön. Steine brauchen wir. Und hier die Truhe.
was alles Schönes haben. Alkohol, toll. Und Stoff. Das ist super. Okay, gucken. Hier ist niemand. Oh, da hinten, okay. Hier sind irgendwo Ratten. Meinst du, die könnten da hinten sein? Ich gucke mich mal kurz mal hier erstmal um. Vorsicht. Letzter Aufruf. Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann es nicht glauben. Warum jetzt? Okay, das Feuer kann ich nicht löschen. Gut, hier haben wir Ratten überall. Was sind wir denn hier? Da kommt nämlich gleich bestimmt wieder zurück. Aber rein theoretisch gesehen, wo haben wir denn hier? Da haben wir ein bisschen Feuer, da könnten wir anzünden. Rein theoretisch gesehen. Die gucken einfach nur, wa? Gut, also die brauchen wir wirklich gar nicht zu beachten. Aber es sind auch keine Ratten. Ich hätte uns gedacht, wir könnten vielleicht die Lampen zerstören, weil wir sind ja mittlerweile hier wirklich Evil Knievel. Wir sind ja hier richtig aggro drauf. Und könnten deren Lampe zerstören, dass die Ratten kommen. So. Dann holen wir uns gleich die Fackel. Das ist natürlich nur die Frage, ey, wo kann ich mich danach verstecken? Eigentlich eher dort, wa? Das ist die einzige Lichtquelle jetzt an diesen, von ihnen rechts aus gesehen, dort wo die Flammen lodern, diese komische Box dort. Oder natürlich da oben anzünden, das ginge auch. Du müsst hier eigentlich normalerweise nämlich anbleiben. Hoffe ich zumindest. So, ich hoffe, es bleibt jetzt auch hier an. Das bleibt auf alle Fälle an. Wo kann ich jetzt hier weiter? Nein, 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 nein! Ah! Hui! Dass der das nicht mitbekommen hat, ist ja bescheuert. Okay, warte, warte, warte. Nein, ach man, die Scheiß-Taste. Okay, komm, nein. Ach, Melli. So. Oh, 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 oh. Hei, hei, hei. Hätte man schön und eleganter lösen können, aber okay. Jetzt ist es, wie es ist. Oh, ho, 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 da. Oh, die sind ja aber auch relativ chillig drauf. Okay, der hat eine Laterne, die können wir zerstören und er hier vorne, naja, halt. Er halt nicht, aber. Ja,
Nichts. Ich sollte mich beruhigen. Und kommt dich um. Sehr schön. Okay. Nein, ich verwechsel immer die Tasten, wa? Hey, da schon wieder. Eine Sekunde. Okay, wo lang? Einmal da lang. Jetzt habe ich so die Sachen da jetzt liegen lassen, aber ist egal. Ach, egal. Mach. Ich nehme jetzt nicht alles mit hier, das ist Quatsch. Da ist niemand. Okay. Oh. Aber was ist mit Vaters Sachen? Du hast doch gesehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Oh. Oh. Lauft, lauft. Jungs, lauft. Ist das überall so? Oi, oi, oi. Ah, guck mal hier, hier sind noch ganz paar. Achso, da kommen auch hier rüber. Hier sind noch ganz viele Sachen. So. Also, man muss auch dazu sagen, man ist ja hier wirklich nie aufgeschmissen, wenn wir halt Sachen brauchen gerade. Sei es zum Beispiel, wir müssen jetzt ein Feuer herstellen oder Enigma quasi herstellen. Dann haben wir immer auch gleich die Sachen dort vor Ort, dass wir die immer wiederholen können. Es ist relativ einfach und simpel gemacht. Es geht im Grunde genommen eigentlich um die Geschichte und um das Schleichen. Genauso, wenn man halt sowas hier sieht. Also da wird es wahrscheinlich irgendwo jetzt vonnöten sein, eine Fackel hier zu machen. Jetzt muss man natürlich nur gucken, wo ich hier hin kann. Hier ist bestimmt nichts weiter. Ah doch, hier kann ich auch lang. Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch. Ja. Eieieiei. Der hat's hinter sich. Rein mit dir. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein, das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Halt's Maul! Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott! Anna, ich bin ansteckend. Oh! Geh fort von hier! Hör auf ihn! Verzieh dich! Sofort! Oh Herr! Herr! Oh, ich bin diesen Scheiß so leid. Hätte mir das mal vorher einer gesagt. Ja, und die Inquisition kann dafür auch nicht, ehrlich gesagt, relativ, war, dass es jetzt gerade so abläuft. Ha! Gucken wir uns den Typen mal an. Oh! Gott. Oh. Oh, 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 oh. 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 Ich muss die Ratten beschäftigt halten. Das ist der Mann, der jetzt gerade jetzt sich... Oh, hat er sich gerade das Leben genommen? Also jetzt gerade in dem Moment? Oh. Oh. Nimmt das endlich ein Ende. Hier liegt ja auch jemand. Okay, gut, das war jetzt nicht der Mann gewesen, sondern... Ah, okay. Da können wir gleich mal die Schnur durchschießen. Muss mal gucken, was wir hier alles haben. Sie wurden alle hingerichtet. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh. Landen sowieso alle in der Hölle.
harte Zeiten. Gut, ich würde mal sagen, wir machen mal hier aber trotzdem einen kleinen Break, weil ich will mich nochmal im Haus hier in Ruhe umschauen, denn es steht ja eine Möglichkeit, den Mann dort von seinem Erhängnis quasi zu befreien und dann unten mal weiter zu gucken. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir und hören wir uns in der nächsten Folge wieder hier bei A Black Tale im Kapitel Nummer 9. Da sind wir auf dem Weg zur Universität. Es wird langsam immer ernster und ich glaube zu meinem, wir gehen dem Ende entgegen. Also bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, einen Hoodie mit meinem Logo drauf zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach. Geht auf die Videos, die hier eingeblendet oder in der Videobeschreibung verlinkt sind. Kommentiert diese mit Hashtag Stickutin und schickt mir per Instagram oder Telegram eine Privatnachricht, wo ihr reinschreibt, wie ihr denn auf YouTube heißt. Das ist nämlich ganz wichtig, dann kann ich kontrollieren, wer mir wirklich hier was kommentiert hat. Und dann kommt ihr in ihre Auslosung bis zum 21.11. Und am 22.11. ist dann der Sonntag, wird ausgelost, wer hier ein Hoodie gewinnt. Dann könnt ihr die Farbe und die Größe bestimmen und wir reden darüber, wohin ich das dann verschicken kann. Also, ja, wünsche euch viel Glück, viel Spaß dabei und macht's gut, Nachbarn. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.